Ohren sind ein Wunder der Natur. Sind dreh- und schwenkbar, erreichen einen riesigen Radius und können auch einzeln rotieren. Sie sind auf fantastische Weise vieldeutig. Mit seinen langen Ohren hört der Esel nicht nur die Umgebung nach Freunden und Feinden ab, er kann mit ihnen auch seine Stimmung anzeigen, die Ohren hängen oder spielen lassen, stellen, drehen oder einzeln abknicken. Etwas Propellerartiges und damit Maschinenähnliches haftet ihnen an, fast so, als ob die Ohren ein Eigenleben führten und der Esel im nächsten Augenblick auch abheben könnte. An den fliegenden Esel, den Asino Volante, zu glauben, bedeutet im Italienischen, sich alles erzählen zu lassen. Aber immerhin fliegen diese Leichtgläubigen einem unbekannten Flugobjekt hinterher, anstatt, wie im Deutschen, von einem aufgebundenen Bären auf den Boden gedrückt zu werden. Vor allem sind Eselsohren in auffälliger Weise asymmetrisch. Wenn ein Esel ein einzelnes Ohr schräg stellt, eins nach vorne, eins nach hinten oder eins nach oben, eins nach unten kippt, wenn also das rechte Ohr scheinbar nicht weiß, was das linke tut, dann fühlen sich Freunde des Ebenmaßes aus dem Gleichgewicht gebracht. Symmetrie gilt als schön, Asymmetrie im besten Fall als komisch. Dazu kommt die Länge, denn wie alle auffällig geformten, irgendwie aus der Reihe tanzenden Organe wurde auch das lange Ohr eher argwöhnisch als wohlwollend betrachtet. Jahrhundertelang waren die Narrenkappen mit Eselsohren ausstaffiert. Langohrigkeit ist, quer durch das Tier- und Menschenreich, ein Problem. Das gute Gehör der Langohrigen mutierte zum Zeichen der Dummheit und Furchtsamkeit. Angreifer stellte man sich anders vor, jedenfalls nicht mit langen, im Wind flatternden Ohren. Der Maler und Naturphilosoph Carl Gustav Carus sah im großen Ohr vom Hasen über den Esel bis zur geöhrten Fledermaus ein Zeichen geringerer geistiger Energie. Theodor Lessing, der Publizist und Kulturkritiker der Weimarer Republik, unterstellte dem Kaninchen wegen seiner langen Ohren, Zitat, blumige Doofheit. Und Friedrich Nietzsche, einer der entschiedensten Langohrverächter, legte besonderen Wert auf seine kleinen Ohren und nannte sich selbst einen Anti-Esel. Es stimmt wirklich. Er hatte bei Nietzsche natürlich auch was mit dieser christlichen Belastung des Esels zu tun. Lange Ohren haben einfach einen schweren Stand. Möglicherweise wurde der Esel auch deshalb zum Misfit. Seine Ohren waren einfach zu weit entfernt von der goldenen Mitte. Der Esel wurde allerdings nicht nur wegen seiner Langohrigkeit zu den weniger schönen und weniger intelligenten Tieren gerechnet. Auch seine Neigung zum Stehenbleiben, seine Indolenz und seine geringe Aggressivität hat man ihm negativ ausgelegt. Gleichzeitig, und das macht die Angelegenheit komplex, hat sich aus der Antike ein durch und durch positives Eseltum erhalten. Da kann ich jetzt noch kurz die Anekdote einschieben, dass dieses Knallpink eine Idee von Judith Schalansky war, um so ein bisschen auf den Esel als potentes Wesen aufmerksam zu machen, weil der ja auch ein Sexualsymbol ist. Und dann hat man eben dieses Graue und gleichzeitig auch noch diesen tollen Knallpink. Genau. Das positive Eseltum der Antike, genau. Der Esel galt immer auch als starkes und potentes Tier. Die Sirene der griechischen Mythologie, Mischwesen aus Mensch und Tier, waren oft mit Eselgliedmaßen ausgestattet. Und Lukios, der Held aus der Eselgeschichte des griechischen Satirikers Lukian, schläft als Esel mit einer vornehmen Dame. Als Mensch lässt sie ihn einfach stehen. Zitat. Ich liebte damals für wahr nicht dich, sondern deinen Esel. Zitat Ende. Ähnlich geht es dem verwandelten Helden im goldenen Esel des römischen Schriftstellers Apuleius. Er wird zum Liebhaber seiner reichen, zoophilen Gönnerin. Es ist, als ob sich jedes Eselklischee in sein Gegenteil verwandeln ließ. Christentum überschreibt die erotische Begabung des Esels, indem es ihn zum demütigen Tier werden lässt, das den Gottessohn auf seinem Rücken trägt. Aber in der leidenden Kreatur lebt der Mythos der Antike heimlich weiter.
Dazu kommt, dass ein störrischer Stehenbleiber gleichzeitig ein fügsamer Dulder sein soll. Doch das angeblich dumme Tier wird zumindest in manchen Epochen auch als Gelehrter gefeiert. Es gibt Lobgesänge auf den Esel, Fabeln und Bilder bebrillter Eselsakademiker. Sicherlich nicht nur aus Hohn und Spott. Schließlich wehrt sich sogar der ewige Dulder gegen seine Unterdrücker, wie etwa der arme Müller-Esel bei den Bremer Stadtmusikanten, der sein Joch abschüttelt und einen unglaublich modernen Satz sagt: Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Möglicherweise haben all diese Umkehrungen ins Gegenteil auch damit zu tun, dass Esel und Mensch schon tausende von Jahren zusammenleben und dass, wie in jedem langen Herr- und Knechtverhältnis, am Ende keiner mehr für sich, aber auch keiner mehr ohne den anderen sein kann. Vielleicht sind Esel deshalb die vieldeutigsten Tiere überhaupt. Soll ich noch ein bisschen? Okay. Das Mensch-Esel-Verhältnis besteht seit 5, 6 oder 7.000 Jahren. Manche Equidenforscher setzen die Domestikation sogar noch früher an. Der Hausesel stammt vom afrikanischen Wildesel ab, der auch heute noch in Nordostafrika lebt. Anfänge und Verlauf der Eseldomestikation sind allerdings nach wie vor umstritten. Mit dem geschätzten Beginn der Haustierwerdung kam der Esel zwar nach Hund, Ziege, Schaf, Schwein und Rind, aber noch vor Pferd, Kamel und Dromedar. Die frühesten Zeugnisse domestizierter Esel sind ungefähr 5000 Jahre alt. Der sogenannten Libya-Palette zum Beispiel, einer oberägyptischen Schieferplatte, sind Hausesel zu erkennen, die zwischen einer Reihe von Schafen und Rindern hintereinander herziehen. Und in verschiedenen ägyptischen Grabstätten hat man Eselsknochen von domestizierten Tieren gefunden, die in der Nähe ihrer Herren bestattet wurden. Erst vor wenigen Jahren wurde in einem Pharaonengrab im oberägyptischen Magdos 10 Eselskelette entdeckt, die auf ein Alter von etwa 5000 Jahren datiert wurden. Eine Forschergruppe aus Archäologen, Ägyptologen, Mathematikern und Tiermedizinern wies nach, dass die bestatteten Esel domestizierte Tragetiere waren und analysierte mithilfe der Knochen die Verwandtschaft von afrikanischem Wildesel und Hausesel im Altertum. Und jetzt lese ich noch ganz kurz die Stelle, die auf meine arme Tante